Mama. Pass auf, Spatz. Mama, wieso muss ich zum Zahnarzt? Sie muss nie zum Zahnarzt. Wer kann denn das sein? Der Gärtner? Weintrauben. Ich hab auch Du weißt, wo die Weintrauben sind. Oh mein Gott. Mein Leben. So hart. Hier, die Weintrauben. Komm, zeig mal, was du kannst. Echt jetzt? Echt jetzt. Unfair. Hey, Liebling. Mama hat eine hübsche Karte für dich gemacht. A, Maine, sehr gut. B, New Hamster. Carol, wer ist da? Carol! Es heißt New Hampshire, nicht New Hamster. Aber mir gefällt New Hamster besser. Okay, dann lass New Hamster. Schatz, die Klingel vorne ist kaputt. Dein alter Freund aus der Armee hat fast 5 Minuten vor der Hintertür gestanden. Ich war sogar sein Teamleiter. 7 Jahre. Oh Mann, Liebling, tut mir leid, ich hab das ganz vergessen. Das ist... Ich hatte den falschen Tag im Kopf. Das ist Robert McCall, das ist meine Frau Carol. Hi. Hi. Freut mich, Sie kennenzulernen. Das sind unsere Töchter, Molly, Hi. Alice. Hi. Komm her, Baby, komm her. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Danke sehr. Gerne. Danke. Colonel Mac, willst du einen Kaffee? Nein, vielen Dank. Tut mir leid wegen dem Chaos, wir wollten... Kein Problem, kein Problem. Ich muss die Kinder in die Schule bringen. Okay. Los, ihr Süßen, raus aus den Pyjamas. Fein. Robert, hat mich gefreut. Oh, mich ebenso. So. Setz dich. Ja. Jetzt zieht euch um. Na los. Geht's dir gut? Ja. Und die Zähne freuen sich, wenn sie geputzt werden. Du hast eine wunderbare Familie. Ja. Danke. Was ist denn los? Das gehörte dem Typen, der gestern versucht hat, mich umzubringen. Wie du gesagt hast, die räumen auf. Niemand, der den Mord in Brüssel untersucht, ist vor ihnen sicher. Du, deine Familie, niemand. Das Handy ist militärisch verschlüsselt. Oh, Scheiße. Nimm es mit ins Büro, lass die Seriennummer durchlaufen und gleich die Namen ab mit den Flugpassagieren, die in der Zeit in Brüssel gewesen sind, als Susan ermordet wurde. Wen immer wir suchen, die haben dieses Handy angerufen. Ich kümmere mich drum. Sag mir, dass ich mich irre, Dave. Willst du nicht rangehen? Was ist passiert, Dave? Du bist gestorben. Das ist passiert. 3 Monate nach deinem Verschwinden hat die Regierung uns aufgelöst. Seitdem arbeite ich im Privatsektor. Und tue dasselbe, was du und ich für Gott und Vaterland taten. Namen auf einem Zettel umbringen, nur das jetzt. Jetzt steht ein Preis daneben. Wir haben den Feind umgebracht. Wer sagt, dass das der Feind war? Nicht wir, nicht ich. Wir haben Befehle befolgt. Mac, es gibt keine guten und schlechten Menschen mehr, keine Feinde, nur Unglückliche. Und Susan? Unglücklich. Niemand wusste, dass die Zielperson in Brüssel insgeheim für die Agency arbeitet. Susan hätte herausgefunden, wer dort in dem Esszimmer war. Niemand sonst wäre dazu in der Lage gewesen, oder? Bis du dich aus deinem Grab gebuddelt hast. Scheiße.
Susan hat in einer gefährlichen Welt gearbeitet, Mac. Hätte jederzeit durch irgendjemand passieren können. War aber nicht irgendjemand, du warst es. Lass. Erspar mir deinen rechtschaffenen Scheiß, ja. Man tut, was man tun muss und macht weiter. Es gibt aber kein Weitermachen, Dave. Wir zahlen alle für unsere Sünden. Ach ja, und was ist mit dir? Verdienst du es, für deine zu sterben? 100 Mal so oft. Oh, na gut. Ja, weißt du was? Es gibt keine Sünden. Keine Moral. Nur Scheiß den Menschen machen. Sie haben uns ausgebildet, um Menschen zu töten. Wir haben dabei unser Leben riskiert. Und dann rufen sie eines Tages an und sagen, das war's jetzt. Danke für all ihre Hilfe. Hier ist eine Plakette. Sie brauchen einen Job, viel Glück. Eine Krankenversicherung, das Sozialamt ist da lang. Einen Tag bist du die Elite, den nächsten einfach abgemeldet. Das ist die natürliche Evolution, das, was wir waren. Was wir taten, was du getan hast. Und was wir jetzt tun. Wir? Nicht bloß ich, Mac. Alle von uns. Ari, Resnik, Kovac. Alle von uns. Die Familie. Gentlemen. Mac? Siehst gut aus für einen Toten. Wir wollen, dass du weißt, es ist nichts Persönliches. Was ihr macht, was aus euch geworden ist, ist mir egal. Die Welt ist voll von sogenannten Männern wie euch und in einer perfekten Welt hat alles, was wir tun, seinen Preis. Aber die Welt ist nicht perfekt. Menschen machen böse Dinge. Und wenn wir Glück haben, können wir es wieder gut machen. Aber meistens kommt man unbestraft davon. Das ist hier nicht der Fall. Euer Fehler war, meine Freundin zu töten. Dafür werde ich jeden einzelnen von euch töten. Und das Einzige, was ich dabei bedauere, ist, dass ich es nur einmal tun kann. Der Zug fährt ab. Alice muss zur Probe. Sie muss um 15:45 da sein. Hey, Ari. Jungs. Hi, Carol. Robert, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oh, das hoffe ich auch. Ach, Dave sagte, Sie können mich bis zum Bahnhof mitnehmen? Tschüss, Papa! Tschüss, Papa! Hilfe und Gesellschaft? Na dann los! Seht ihr? Hilfe und Gesellschaft. Nehmen Sie die Kleine. Mache ich. Komm her.